Ich muss zur Flight University. Zack, wir sind auch nicht mehr. So, da kommt gerade Martin Schulz angefahren, Kanzlerkandidat der SPD. Und er ist hier heute zu Besuch. Vorne steht schon ganz viel Polizei. Und hier kommen gerade die Limousinen eingefahren. Man weiß jetzt nicht genau, in welcher er sitzt. Da steigt schon jemand aus vom BND, der super wichtig guckt. Hier läuft einer, richtige Action. Und schauen wir doch mal. Wo haben wir ihn? Da steigt er aus. Da ist Martin Schulz. Direkt live on air. So, ich hoffe, wir können ihn sehen. Jetzt hier von oben. So, da sammeln sich alle und er kommt gleich zu uns nach oben und wir sind für euch live dabei und schauen, was Martin Schulz hier bei uns in Kölle sucht. Wie ist denn die Erfolgsquote bei der Flirt und University? Die ist gut. Also, wie messt ihr denn den Erfolg? Ja, wir begleiten in der Regel die Teilnehmer bei der Flirt University wirklich bis in ihre Beziehung, in ihre nächste. Und ich sag mal, 2/3 der Teilnehmer finden nach dem Kurs dann auch eine feste Beziehung oder kriegen zumindest auch jedenfalls schon mal Dates. Genau. Unglaublich. Aber er hat jetzt keine Erfolgsprämie dabei. Ne? Es gibt eine Geld-Zurück-Karte. Aber 700.000 Euro. Genau. Wir sind die Leute, wir haben über dich auch übrigens geschrieben, nee. Wenn man nach Gesprächsthemen sucht. Da haben wir gemacht, Martin Schulz versus Donald Trump. Das ist direkt ganz oben als Gesprächsthema. Ja. Und wir listen für Fragen zum Beispiel auch. Und da habe ich direkt Frage eingebaut, würdest du Martin Schulz wählen? Weil ich mir dachte, das ist gut, dich da zu unterstützen. Also du merkst toll. Auch, vom Kölnikon Valley kommt auch starke Unterstützung. Wunderbar, für deine Kanzlerkandidatur. Finde ich toll. Wir gehen mal ein bisschen in die Also Martin Schulz versus Donald Trump finde ich schon mal gut. Muss ich Shirt verschicken. Wir gehen mal hier vorne rein. In den gehen wir mit oder? Wir gehen mit. Ich muss zur Flight University. Wo wohnst du eigentlich gerade jetzt in Wahlkampfzeiten? Das ist gut. Mein fester Wohnsitz ist bei mir zu Hause in Würselen, aber ich wohne natürlich überwiegend irgendwo in der Republik in Hotels. Ja. Also einfach gerade dauerhaft unterwegs. Jetzt ist das natürlich für uns als Flirt University interessant. Würdest du uns verraten, wie du damals deine Frau kennengelernt hast? Komm, Kurt Beck hat es auch erzählt und Per Steinbrück hat es auch erzählt damals. Ich habe eine Frau in Husum in Schleswig-Holstein kennengelernt. Und es war eigentlich Liebe auf den zweiten Blick, weil ich so ein bisschen, ja, ein bisschen schusselig war. Ich glaube, ich hatte das noch nicht so richtig realisiert. Ja. Meine Frau schon eher. Und irgendwann hat die mal gesagt, hey. Martin, was ist jetzt los? Genau. Und dann, dann hat es gefunkt. Und bis heute hält der Funkenschlag an. Was war damals euer erstes Date? Ich glaube, das bin ich jetzt. Das könnte ich nur erzählen, wenn ich das mit meiner Frau vereinbaren würde, ob ich es so, erzähle. Und ich bin ziemlich sicher, dass meine Frau sagen würde, nee, lass dann. So häufig wird das nicht vorkommen, aber Sie waren ziemlich locker drauf. Wie war das für Sie eben mit Martin Schulz? Ganz normal, man kennt ihn ja als wirklich auch einen bürgernahen Politiker. Und ich hatte das Gefühl, dass ihm die Anliegen jetzt der jungen Unternehmen und uns jungen Unternehmern hier wirklich am Herzen liegen. Und ich bin sehr gespannt, wie er sich als Kanzler der Bundesrepublik Deutschland macht. Sie trauen ihm zu, dass er Merkel schlägt. Warum? Ich glaube, er hat gerade eine Bewegung ins Land gebracht. Das merkt man auch gerade im Netz. Ich würde das vergleichen mit der Aufbruchsstimmung, die ich geschildert bekommen habe von damals Willy Brandt. Und ich glaube, dass er genauso viele Leute auch bewegen kann und genauso eine Stimmung, eine aktivierende Stimmung auch in den linken Flügel der Gesellschaft bringt. Deswegen glaube ich, dass Martin Schulz auch Kanzler werden kann. Und ich glaube, er wird sich gut gegen Merkel durchsetzen. Rückenwind ist in der Politik immer so eine Sache, das geht mal ein paar Tage, mal ein paar Wochen. Das muss jetzt noch 7 Monate halten. Warum glauben Sie, dass es das tut? Ich glaube, dass er sich länger halten wird und dass diese Euphorie eher noch zunehmen wird und dass er, denke ich, mit jetzt mal mehr auch in Positionen punkten wird. Die Kanzlerin hält sich ja sehr bedeckt, wenn es um konkrete inhaltliche Positionen geht. Und ich glaube, da liegt seine Stärke, gerade im Bereich soziale Gerechtigkeit. Inwiefern kann er denn einem Unternehmen wie Ihnen irgendwie positiv oder dafür wirken oder irgendwie gute Rahmenbedingungen schaffen? Als junger Unternehmer setze ich große Hoffnungen in Martin Schulz, weil ich das Gefühl habe, dass er unsere Anliegen wirklich ernst nimmt und dass er dafür sorgen will, dass er die Wirtschaft mehr ankurbelt und gerade auch jungen Menschen einfacher macht, sich selbstständig zu machen und zu expandieren. Sind Sie SPD-Mitglied? Dazu ist auch ein Teil. Okay, wollte ich nur zur Einordnung haben, aber nicht weglaufen. Mein Name ist Martin Schiffler vom ZDF und Sie sind? Mein Name ist Horst Benzel, ich leite die Flirt University und bin Blogger und wir bloggen jeden Tag über die Liebe, Dating und das Kennenlernen. Dankeschön.
Ja, so, ja. Wir haben gerade Martin Schulz getroffen, den Kanzlerkandidaten der SPD. Ja. Wie war dein Eindruck? Also mein Eindruck war, dass er auf jeden Fall ziemlich sympathisch ist. Vor allem, weil er sich auch für Mode interessiert und schon mal Karl Lagerfeld getroffen hat. Da kann man mein Herz nur erwärmen. Der hat alle Fragen beantwortet, die ich an ihn hatte. Ich fand ihn eigentlich ziemlich sympathisch und ich glaube sogar, dass ich dieses Jahr das erste Mal wählen gehe. Und seine Frau guckt Germany's Next Top. Ja, das fand ich auch spannend. Ja, dass er so, ja. Er so meinte, ja, das war hier das Format mit Heidi Klum. Ja, so. Also kennt ihr das. So ein bisschen zumindest. Was denkst du, wie wird er so in der Jury performen? Wenn er in der Jury von Germany's Next Top mal wäre, ich glaube, der wird das sogar gut machen. Ja, können wir auch da, vorstellen. Der ist ja Politiker, obwohl... Ich meine, der wird nicht einfach mal sagen, so ohne Taschka eine Competition, genau. Sondern der wird das zu diplomatisch ausdrücken. Ja. Ja, das könnte in der Tat sein. Ja. Ich fand, was er gar nicht so schön diplomatisch ausgedrückt hat, wo man wirklich merkte, dass das für ihn eine sehr ernste Frage oder eine sehr persönliche Frage war, weil zu seiner Frau, ne, die er kennengelernt hat. Ja. Und was sie auf dem ersten Date gemacht haben, ich finde, da hat sich seine Mimik so komplett verändert. Und man merkte so, er ging so tief in sich, war so ein bisschen so... Emotionaler. Sehr emotional in dem Moment. Und er meinte ja auch eigentlich so, dass er lieber auf den zweiten Blick war, was ich spannend fand. Also es war jetzt gar nicht so, dass er sagt, oh, ich habe sie gesehen und es war irgendwie der Oberkanner. Ja, wenigstens konnten wir ihm etwas entlocken. Wir konnten ihm ein bisschen was entlocken. Ich bin auch sehr zufrieden. Erstmal mit unserer Schulzbegegnung. Und ja, bin mal gespannt, ob seine Frau dann noch die Freigabe gibt dafür, dass wir erfahren dürfen, was er mit ihr beim ersten Date gemacht hat. Ja, vielleicht beim nächsten Interview. Schaltet wieder ein auf Fashion Interview. Und Flirt University. Boom.